Herzlich willkommen zur 29. Folge Minecraft Continuum mit der Felix. Hallo. Hallo. Wird witzig, ne? Auch ja. Ach, hier war ich, hier geht's wieder raus. Ist das eigentlich der Berg, von wo bin ich jetzt gekommen? Danach muss ich. So, was fehlt dir denn jetzt als nächstes an Ressourcen für die nächsten Quests? Aktuell gar nichts. Aktuell ist es eigentlich alles nur die ganze Zeit hin und her gerenne. Okay. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwas, wo wir Strom drin speichern könnten, jetzt bald meinen Bottleneck darstellen würde. Also du brauchst was, wo du Strom speichern kannst. Wenn du es genauer wissen willst, brauche ich halt irgendwas, wo ich die Drills aufladen kann. Was haben wir denn so schönes? Kauft Du kannst da auch mal. Ja gut, gucken, das ob im alles. Questbook du irgendwas findest, was mäßig in die Richtung geht, aber Thermal Foregoing ist alles gesperrt, Industrial Rebirth ist alles noch gesperrt. Das Digital Style Ding ist auch alles gesperrt. Das Digital Style Ding wird übrigens auch das sein, was du brauchst, vermutlich, wenn du Richtung MME-System wirst. Das heißt, du kannst da auch gucken, solange da nicht Cyber Storage falsch freigeschaltet ist, wirst du, glaube ich, relativ schlecht in Richtung MME-System kommen. Würde ich einfach so behaupten. Also du müsstest theoretisch schon eine Power-Cell gebaut haben. Wenn du mir jetzt sagst, wo die ist, dann ja. Guck mal in der Kistenreihe. Ganz links, da hängen zwei einzelne Kisten, wo hier sämtlicher Scheiß drin ist. Also wenn, dann kann sie eigentlich nur da drin sein. Du hast zumindest schon mal eine Quest davon gehabt. Ja, hier ist auch eine Power Cello, die ich jetzt auch hingestellt habe, aber ich kann auf sie halt nicht zugreifen, das ist das Problem. Ach so. Also ich kann sie setzen, aber wenn du nicht irgendeinen Trick kennst, wie du Power Cells hier öffnest, dann Hast du da irgendwie so eine so Maus-Over oben hier, dass du siehst, ob da irgendwas drin ist? es geht auch nichts rein und es ist nichts drin. Ich sehe nur Input-Output 100 RF pro Tick. Und womit ich es abbauen kann. Aber ich habe keine Ahnung, warum sie nichts reinlädt, obwohl ich sie direkt über dem Generator gestellt habe und so weiter und so fort. Warte mal, ich bin gleich hier da. Moment, ich schau mal ganz kurz. Haben wir blaue Farbe? Haben wir Lapis oder irgendwie sowas in die Richtung? Lapis haben wir mehr als genug, ja. Und ein Ionenbruch darin. Blaue, du brauchst. Ah, genau, hier, guck mal. Du brauchst diesen schmarten Orange dafür. Müssen wir ganz kurz nach oben hin. Okay. Ich muss nur ganz kurz nach oben hin. So,
blaues Input. Abbauen, da drauf und jetzt speichert es auch was. Aber es hilft mir trotzdem herzlich wenig, um meinen Drill reinzupacken. Außer es gibt hier jetzt eine tolle Ladestation, die ich dann da hinsetzen ja, darf. Gibt es. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ding heißt. Wenn es das Ding überhaupt gibt. Was ist das gewesen? Naja, viel Spaß. Oh, noch mehr arme Ritter. Oh, wie toll. Wie heißt du was? Frage, nächste Frage. Ah, jetzt weiß ich. Vergiss es. Sag ich ja, man braucht nur im Questbook gucken, dann findet man es relativ schnell. Was? Das Item, was du brauchst. Vermute mal, du meinst den Energizer, ne? Richtig. Was? Theoretisch gesehen haben wir einen Kinetic Dome in der Mo hinten drinnen liegen, aber das ist halt der eigentlich vom Wasserrad, das wir noch nicht immer nicht installiert haben. Warte mal, das Wasserrad brauchen wir für was? Strom, theoretisch gesehen, aber sonst war es nur für eine Quest. Also kannst du theoretisch gesehen Kinetic Dome nur rausklauen. Müsste zumindest einer sein, eigentlich. Und ein Stahl. Kann ich dir machen. Eben die ja, Platten. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Achso, Stahlplatten, ja, das ist ja gut. 8 Stück, ne? Mhm. Für Stahl dürfte man ja theoretisch ein bisschen was haben. Ich glaube nicht, dass wir Stahl haben und wenn wir es haben, dürften wir uns das eigentlich nicht erlauben. Du müsstest jetzt 2 haben, ne? 3 habe ich jetzt. 4. 5. Das war die 6. Jetzt habe ich 6, 7, 8. Er kommt nicht weiter, weil er leer ist. Gib her! Komm! Gib das Ding jetzt! Wie kann ich Jens Zeug 5 Stunden lang von der Arbeit abhalten? So. Output ist natürlich, Alter, brauchst du ja 100 Elfen. Richtig, deshalb sollten wir vermutlich sogar schon fast einen zweiten und einen dritten Code-Generator neben diese Zelle stellen. Ja. Zumindest ein zweiter sollte eine Option sein. Oder halt irgendeine andere Energiezelle, Produktion, Ding spawnen. Also deinen werden wir vermutlich fast voll bekommen mit dem Strom, den wir jetzt haben. Aber bis dann nochmal für einen. Ich würde mal ganz kurz gerne wissen, wie gut das Ding ist.
Richtig, 6. Guck mal, wie schnell ich 5. abbauen kann. Ding ist erstmal scheiße langsam und kostet 111 pro Block. Aber davon gibt es ja dann eh noch dann, glaube ich, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 48 und sowas. Ob ich das so richtig im Kopf habe? Nicht, dass ich wüsste. Drill, drill, Eigentlich gibt es nur noch andere drill, drill, Farben. Und dann hast du halt den leeren Erzsteinbruch, also den Void Ore Miner, den du, wo du das Ding reinklatschen musst. Heißt, im Endeffekt können wir das Ding direkt zum Void Ore Miner umbauen, ne? ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Haben wir immerhin zwei Void Ore Miner, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Wie teuer sind die Volt einmal? Teuer. Zwei Standard-Maschinenhüllen kosten Refined Iron Plate 6 Stück, aber für zwei halt zwei elektrische Schaltkreise und ein Basic Machine Frame. Wir haben jetzt den Kohlegenerator von der F-Tools, ne? Ich glaube ja. Also im Endeffekt kostet das Teil einfach nur tonnenweise. Nein, wir haben den Kohlegenerator von der Actual Editions. Oh, naja, war nah dran. Der Kohlegenerator von der F-Tools würde nämlich. Ah, wir könnten den noch explodieren, dann würde er noch mehr machen. Aber der ist halt, der braucht halt verdammt viel Silber und diese Circuit Boards von Forestry und Iron Casings. Generator, ja, schön. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es liebe, wenn ich einen Ghast höre, der auf mich schießt, aber den Ghast nicht mal sehe? Ist doch immer spaßig. F in einem Petrified Generator. Was? Okay, der Maschinenframe hat sich gerade damit erledigt. Er braucht Titaniumplatten, Data Control Circuits, braucht RF, Liquid, Upgrade Power, Molten Steel als Fluid und als Fluid Latex, kostet 2,4 Millionen F at 411 pro Tick und braucht dann 5 Minuten im EFA. So muss das. Kohlegeneratoren. Oh. Okay, wir brauchen dann wohl Massen an Ionen. Dafür dürfen wir auch gleich, glaube ich, wieder minern gehen. Ziehe aktuell in Erwägung, eine Vanilla-Eisenfarm zu bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Vanilla gespielt. Also wenn du das kannst, dann Ich habe die mach. Farm noch nie gebaut, ich weiß aber theoretisch gesehen, wie sie geht, aber
bauen und wissen, wie es geht, ist dann auch wieder so ein Riesenunterschied eigentlich. Weil du. Also, wie schnell kommen wir an den Brotromana? Als was willst du das jetzt haben? Als Ingame-Spielzeit oder als Folgenzahl? Ist mir eigentlich vollkommen egal. Dann würde ich nämlich sagen, gucken wir, dass wir auf Volt auch mal noch irgendwie kommen. Ich würde sagen 100 Folgen. Grob Du geschätzt. hast 30. Was müssen wir mal haben? Wir brauchen um und bei 506 Eisen gefühlt. Gefühlt, wenn ich mir das Teil so angucke. Okay. Wir brauchen Latex auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Das sind unser jetzt vier EFAB mit Folgen. RF. Wir brauchen Silizium. Ein Was macht bisschen ein EFAB Kupfer, mit ein F? bisschen Gold, ein bisschen Redstone, ein bisschen noch mehr Kupfer. Aber halt wirklich tonnenweise Eisen. Du brauchst halt überall diese dieses Refined Iron, was du bekommst, wenn du halt Eisen mit Steam in die das EFAB tust. Okay. Aber das Dann ist die Ganze sieht sehr Frage, aufwendig aus. wie können wir unsere Eisenproduktion optimieren? Haben wir noch irgendeinen Weg, um, was weiß ich, nicht nur zwei daraus zu machen? Ah, ne, Eisen war ja sogar nur einmal, ne? Eisen war aktuell nur eins, weil er das geändert hat, weil Eisen eine Werkzeugressource ist, ja. Also können wir Eisen nichts irgendwie verdoppeln mit irgendwas. Doch, es gibt bestimmte Maschinen, die es können. Aber schweineteuer. Geht. Ich weiß nur nicht, ob die Rezepte halt dafür existieren. Das ist das Problem. Aber meinst du Pulverweise und solche Geschichten, ne? Naja, es gibt theoretisch gesehen, im Redstone-Ofen würde das gehen, aber es gibt kein Rezept für den Redstone-Ofen. Das heißt, eine Rüstung gibt es nicht, alles klar. Dann gibt es ja dieses in diesem Induction-Schmelzerei-Dingsens-Bumsens, aber ich glaube, geh mal davon aus, dass es die auch nicht gibt. Kannst du mal ausgehen? Ja. Dann gibt es halt theoretisch gesehen diese eine Farm, die halt Zombies simuliert, mehr oder weniger. Die halt das killt für dich. Da musst du halt den Zombies dann in so einer Zelle einfangen und die werden dann gekillt und da kommen mit 2% Eisen raus. Weiß ich auch nicht so hundertprozentig, ob das sinnvoll ist. Wutfarm wäre das, ne? Ach, Wut haben wir nicht drauf. Es gibt noch von Thermal Expansion so ein Ach, das Slaughterhouse oder Instabulator das Ding da. Apparatus. Alles klar. Okay. Cool, jetzt werde ich in unserer Basis von einem Skelett, was hier gespawnt ist, weil irgendjemand Fackeln abgerissen hat, getötet. Wie schön. Habe ich nicht. Was ein Spaß. Ja, das kann natürlich jetzt lustig werden. Es gibt Rezepte. Aber das sind die tollen Dinger über Immersive Engineering. Das kannst du halt unglaublich schlecht automatisieren. Das geht. Geht alles mit Hoppern und so'm Scheiß halt. Naja, aber es ist halt schwierig. Du Scheiße. Schnell
schnell wieder zu, das Rezept. Es gibt noch was anderes. Du hast einmal diesen Industriezerhackstückler, was weiß ich, wie der auf Englisch heißt. In dem kannst du Sachen pulverisen. Nein, zerhackstückeln. Ja, oder so. Dann hast du aber noch die Vorvariante davon, den Zerhackstückler. Der sollte theoretisch gesehen. Das auch zerhackstückeln. Ja, aber halt nicht so effizient. Der macht halt. Aber er zerhackstückelt was. Richtig. Du würdest halt dafür aus Kohle schon mal zwei rausbekommen, wenn du Steinkohle abbaust. Du würdest aus Redstone garantiert 8 Redstone rausbekommen. Du würdest aus Netherquarz garantiert 2 rausbekommen. Und du würdest halt das Wichtigste, aus Eisen würdest du 2 pulverisierte rausbekommen, aus Gold 2. Wobei es auch. Und dann kannst du die ganzen Erze halt in pulverisiertes Scheißezeug auch noch machen, halt so ungefähr. Aber du würdest halt Okay. aus den meisten Sachen Kostet. 2 rausbekommen. Das einzig Schwere ist der elektrische Schaltkreis. Wofür wir halt das RF-Upgrade oder die RF-Sache von dem Eva brauchen. Und ein bisschen Okay. Silizium und Latex. Okay. Okay. Ich denke, Latex wird das fast das Schwerste an der ganzen Sache sein. Ja, da braucht er das scheiß Plastik dazu. Richtig. Aber gut, Latex ist halt einfach nur, du musst nur diese komischen Fabriken da bauen, weil das ganze Zeug holst du ja im Endeffekt aus Bäumen. Auch richtig, ja. Oder beziehungsweise aus Holz. Bin ich der Einzige, der eigentlich mit seiner Spitzhacke noch nicht so 100% zufrieden ist, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass das, was im Internet steht, auf eine andere Version sich bezieht? Inwiefern meinst du das? Naja, unsere Spitzhacke ist von der Durability runtergegangen, als wir da das doppelt Mandolin gemacht haben. Aber ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, dass wir eine andere Version haben von Tinkers als die eventuell. Weiß ich auch nicht. Also mit Tinkers bin ich nie so warm geworden. Ich finde die Dinger geil, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Deshalb wollte Mit ich den Tinkern. eigentlich auch Zwischenaufnahmesessions mich mal damit auseinandersetzen, welche Version wir haben, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ah, okay. Na gut. Vielleicht hast du ja nächstes Mal. Ach, wir sind aber leider am Ende der Folge angekommen. Nee. Ja, doch. Warum? Weil ich das sage. Aber ich habe Sonnenblumen gefunden. Ist ja nicht mein Problem. Doch. Das wird zu deinem Problem. Das ist schön, aber noch ist es nicht mein Problem. Na gut. Tschüss. Tschüss.